Die beiden nachfolgenden Sendungen werden Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Total! Ja, schön, dass ihr da seid. Sehr freundlich. Spannt eure Kräfte. Es ist warm. Die Summer Edition TV Total ist das hier. Irre, komm. Es ist heiß, ne? Es ist heiß. Der Sommer ist da. Samstag war der heißeste Tag des Jahres. Also noch nicht seit der Wetteraufzeichnung, sondern nur der heißeste Tag des Jahres. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber die Hitze, die hat mich kalt erwischt. Ne? So sagt man das ja. Und natürlich habe ich mir alle Nachrichtensendungen sofort angeguckt. Ich wollte wissen, wie heiß ist es jetzt wirklich? Und ich hatte das Gefühl, es wird hier über einen Hitzerekord berichtet. Es ist heiß. Puh, warm, oder? Ist das heiß heute? Es ist heiß in Deutschland. 36 Grad und es wird noch heißer. Es ist wirklich heiß. Die Hitzewelle überrollt pünktlich zum Wochenende Nordrhein-Westfalen. Auch jetzt ist es noch heiß. Die Luft steht. Zum Glück ist heute Samstag und die meisten haben ohnehin frei, hitzefrei. Und mit diesen Aussichten entlassen wir Sie in eine heiße Sommernacht. Ich gehe jetzt schwitzen und schwatzen und werde noch einen Schwenk zum Kühlschrank machen. Bis morgen, wenn Sie mögen. Ich mag auf jeden Fall nach der Tagesschau zeigen wir Ihnen ein 50-minütiges Spezial zum bislang heißesten Tag des Jahres. Und das ist heute. Also, machen Sie es gut. Leben Sie wohl. Wie geht's zu Ende? Verglühen wir jetzt oder was? Schaffe ich die 15-Minuten-Special noch? Mann, es war so heiß. Wir haben zu Hause den Backofen angemacht, um wenigstens so ein bisschen kühle Luft abzubekommen. Und ja, und unser Nachbar, der hat Corona zurzeit, ja, und der war richtig froh, dass er 40 Fieber hatte. Dadurch war seine Stirn wenigstens so ein bisschen kühl. Ne? Man muss immer das Positive sehen, ja. Ja, diese Hitze, ne? War schon heiß. Da frage ich mich, ob sich der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Steiner damit rausreden möchte, dass es zu heiß war. Weil am Deutschen Königinnentag in Traunstein, da sind ihm, glaube ich, so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Der Landtagsabgeordnete Klaus Steiner, höchste Lokalprominenz von der CSU. Und er hat einen besonderen Tipp für die jungen Frauen. Sie sind sicher auf der Suche heute Abend nach solchen Prinzen. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und ich hätte noch eine Empfehlung für heute Abend. Erscheinen Sie einfach im Bikini oder im String, dann wird es kühler, aber die meisten werden so ausgestattet sein. Was hat der Fummel-Opa da gesagt? Wie wäre es mit einem kleinen nassen Handtuch für die Hose, denke ich da. Also da hat ihm wohl sein eigener String die Blutzufuhr zum Hirn abgeschnitten, oder? Einfach mal den Königin sagen, wie wär's mit dem String? Das ist ja ein String-Skandal oder ein Bikini-Gate. Das ist ein schöner Begriff, oder? String-Skandal? Wer ist für String-Skandal? Machen wir Hashtag oder Bikini. Wer ist für Bikini-Gate? Hand hoch. Ja, Moment. String-Skandal? Kann man auch schwer aussprechen. Ah, oh, das ist ungefähr, na, dann machen wir einfach den schlüpfrigen Steiner da draus, dann weiß jeder, was gemeint ist. Aber Politiker haben auch noch ganz andere, normale Probleme, zum Beispiel ja auch Betreuungsprobleme. Ne? Anton Hofreiter, hat das einer mitbekommen? Anton Hofreiter, der schöne Anton, ja, der Grünen, der musste tatsächlich zu einer Sitzung seinen Sohn mitbringen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, ich würde vorschlagen, wir beginnen. Da sitzt er und leitet den Europaausschuss mit seinem kleinen Sohn auf dem Schoß, der das alles ganz spannend findet. Oh, ist süß, oder? Ist süß. Sofort Milcheinschuss. Super süß. Ja. Das erste Wort seines Sohnes, als er Papa mit den schönen langen Haaren angeschaut hat, was war's? Mama! Mama muss sich wieder rasieren. Nein, aber wir feiern ihn ab, wir finden das super, weil mal ganz ehrlich, wir kennen das. Ne? Wir sind ja auch hier, sagen wir mal, eine Testosteron-Veranstaltung und wir haben im Grunde genommen jede Woche ein Betreuungsproblem. Ja, ja. Sind Sie nicht süß? Mhm. Die Kita TV Total. Oh, hör, ich find's so schön, dass du nochmal Vater geworden bist. Mit 106. am Montagabend, meine Damen und Herren, da lief bei RTL Viva la Diva. Wer hat's geguckt? Hand hoch, Viva la Diva. Ey, ohne Scheiß, hier guckt keiner RTL. Yes! Ja, keiner. Sehr geil. Hä? Hä? Ja. Früher hieß es noch, RTL 2 ist kein Fernsehen. RTL selber ist jetzt auch kein Fernsehen mehr. Also, in der Sendung, da wurden Stars als Drag Queens verkleidet und man musste dann erraten, wer sich da drunter versteckt. Das hört sich schon super spannend an. So, ich wollte es eigentlich gucken. Ich konnte es aber nicht sehen. Also, seid froh, dass ihr das nicht gesehen habt, weil diese Show, die ist so, also die ist so zerschnitten, die, also, ich, du wirst seekrank beim Zugucken. Ich will dann, nee, pass auf, also, die ist wirklich im Bereich Hektik, anders. Also, wir haben einen Auftritt, kleiner Spoiler, es ist Bernhard Brink, da müsst ihr nicht irgendwie erraten, wer es ist. Den haben wir mal rausgesucht. So, und ich bekomme jetzt schon Herzrasen, wenn ich nur über diesen Ausschnitt nachdenke. Schaut euch das bitte mal an. Oder? Also wenn schon Tané so sitzt, dann ist was faul. Also wir haben mal gestoppt, kein Bild stand länger als 3 Sekunden. Es wurde eigentlich jede Sekunde wurde umgeschnitten. Es wurde mehr zerschnibbelt als in der Visage von Carsten Maschmeyer. Waschmeier hätte ich fast gesagt. Maschmeyer. 30 Sekunden Viva la Diva hat mehr Schnitte als alles auf Netflix. Alles. Von Stranger Things bis Amazon Prime, alles. Ja? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht soll man das gar nicht nüchtern ertragen. Ja? Vielleicht gibt es im Grunde genommen so ein Rezept wie den Viva la Diva Cocktail und damit geht die Sendung. Und ich habe jetzt das Rezept für die nächste Sendung, wenn es sie nochmal gibt. Und zwar sind das einfach 18 Tassen Espresso, ja? Schön kochend heiß, in ein großes Glas, Sie können auch Weizenglas nehmen oder einen 20-Liter-Eimer, ja? Dann eine Koffeinbrause Ihrer Wahl. Verleiht die etwa? Nein, keine Flügel. Schön auffüllen, damit Sie sich nicht den Gaumen verbrennen. Und dann einfach rucki-zucki zum nächsten Bahnhof und das kleine Tütchen Koks. Ja, für den Hausgebrauch kräftig mit dem Heroinlöffel umrühren. Abschmecken. So, und dann pumpst du dir das hinter die Großhirnrinde. Wow. Alter Verwalter, ey, wäre ich ein Kolibri, wäre ich jetzt beim Mond. eine Sache muss ich jetzt sagen, da muss ich jetzt kurz nachfragen. Haben Sie das auch gesehen oder liegt das jetzt an meinem Getränk? Können wir noch einmal ganz kurz Jorge González, oh, ich spreche Spanisch, seitdem ich getrunken habe. Können wir den noch einmal sehen? Was ist da denn passiert? Hat ihm da einer aus Versehen einen Mob auf den Kopf gestellt? Ist das ein Swiffer, den er nicht weggenommen hat?
Ja? Oder es könnte natürlich sein, sein Gehirn hat eine Erektion. Das ist gar keine Frisur. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir nur, es musste für diese Frisur kein Teletubby sterben. Das wäre mir wichtig. So, am Wochenende, da war ja auch noch AfD-Parteitag. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Und wo fand der Parteitag statt? Wer weiß es? Wer war da? Hand hoch. Was? Warum weißt du das? Das weiß man nicht. Es sei denn, du wolltest die Region großräumig umfahren. Dann darf man das wissen. Also, sie fand in Sachsen statt, genauer gesagt, richtig, in Riesa. Ne? Wie heißt es? Riesa. Riesa, ne? Heißt Riesa. Langes I. Riesa. Riesa. Liebe Sat.1-Nachrichten, es heißt Riesa. Auf dem Bundesparteitag der AfD in Riesa ist eine neue Parteispitze gewählt worden. Na, das war mal ein Riesenversprecher, würde ich sagen, oder? Oder es hat sich Riesa umbenannt in Riesa. Vorher Riesa, jetzt Riesa. Würde mich nicht wundern. Dann bräuchten die natürlich neue Ortsschilder. Wie würden die denn aussehen? Ist gar nicht schlecht, oder? Wir haben das mal recherchiert, das wäre dann die französische Schreibweise. Riesa, wie Citroën. Kennt jeder? Ne, ich dachte immer, drei Punkte, obendrauf ist Norwegisch. Nee, Französisch. Riesa. Sieht lustig aus, ne? Ja, ich spüre die Begeisterung. Das neue Paris des Ostens, es heißt Riesa. Und da war natürlich auch die Parteivorsitzende der AfD, Alice Weidel. Und die wurde in der ARD dann interviewt. Und dabei wurde sie auf eine Zeitschrift angesprochen, die überall bei diesem Parteitag auslag. Und diese Zeitschrift, interessant. Da werden hier am Saaleingang kostenlose Magazine zum Mitnehmen verteilt. Da kann man sich Kalender bestellen. Männer der Waffen-SS unter Hervorhebung ihrer Waffentaten. Ich könnte das anschauen. Das kann ich mir gar nicht, ja genau. Wie kann sowas bei der AfD völlig normal sein, dass sowas hier kostenlos direkt am Saaleingang verteilt wird? Aber was haben wir mit dieser Zeitung zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Haben Sie offensichtlich hier eingeladen. Die Leute nehmen sich das hier mit am Stand. Nee, keine Ahnung. Haben wir, glaube ich, nicht eingeladen. Da gibt es auch sogar Bilder, Kalender zu bestellen mit den schönsten Aktfotos von 1920 bis 1945. Aktfotos. Ist das für die AfD völlig normal, dass man sowas hier auf dem Parteitag verteilen kann? Nein, das ist überhaupt nicht normal. Also ich wundere mich gerade. Das liegt schon seit 3 Tagen aus hier am Eingang. Ja, ich bin da hinten am Arbeiten. Ich sehe das da vorne nicht. Das muss ich mir angucken. Das muss sie sich angucken, ne? Haben Sie bemerkt, wie interessiert sie bei den Nacktfotos auf einmal war? Was? Bilder von geilen Nazimötzen? Gib her das Teil. Das muss ich mir angucken. Ja. Es wurden übrigens auch noch ganz andere Zeitschriften verteilt. Ne? Also wir haben da natürlich recherchiert. Und zwar gab es auch noch die Lanzerlust, ja, für Gartenbau und Co. Dann natürlich das Magazin Blitzkrieg-Illu, sehr schön, gerade die Reportagen. Und für die, die gerne kochen, es essen und trinken. Ja, ganz, ganz schöne Gerichte. Viel mit brauner Soße, aber das ist eine andere Geschichte.